an den Schmid. Heiberg, einer, der auch wirklich Probleme hatte, wieder in einer stärkeren österreichischen Mannschaft Fuß zu fassen. Aber die Zeiten scheinen vorbei. Der ist in Schuss gekommen. Gute Flugposition. Ja. Ich glaube, wir können natürlich jetzt nicht erwarten, dass jeder Springer, der jetzt gefühlt fit ist, gleich auch den weitesten Sprung oder in Führung springt, sondern es kommen natürlich auch immer ein paar Dinge noch mit dazu. Zum einen ein bisschen leicht wechselnde Bedingungen, zum anderen natürlich auch der eine oder andere ist ein bisschen mehr aufgeregt, kriegt es nicht ganz so in den ersten Wettkampfsprung, der irgendwo dann auch offensichtlich da ist. Ein paar Kleinigkeiten, die einfach so ein bisschen sich noch einspielen müssen. Und für Deutschland. Den Abstand noch weiter zu vergrößern. Das ist ein Unterschied zu dem, was wir eben gesehen haben von Lindwig. Ja, Philipp hat natürlich auch gezeigt, die letzten Jahre schon, dass er auf einem sehr, sehr guten und sehr stabilen Weg ist. Also man hat natürlich auch klasse Springer, die dann irgendwo mal Hinz, mal Kunst sind. Und er ist immer einer, der wirklich dann stabil dranbleibt und auch wirklich effektiv springen kann. Und der Probedurchgang, speziell dann auch aus österreichischer Sicht, war extrem dominant. So, viel besser drauf als die Norweger, die Slowenen. Und er, Daniel Huber, für ihn gilt das umso mehr. Großen Sprung gemacht, hat sich im Sommer kontinuierlich gesteigert. Springt richtig rhythmisch alles im Fluss. Super. Auch er natürlich immer derjenige gewesen, der dann immer noch zwei Schritte vor dem nächsten machen wollte. Sich dadurch auch viel kaputt gemacht hat, auch teilweise in Einzelgesprächen dann auch mit ihm gesagt, ja, ich merke es selber, aber irgendwie komme ich da nicht raus. Und das war jetzt wieder ein Fingerzeig dafür, dass es dann doch auch gut gearbeitet hat. Und ich natürlich ihm auch wünsche, dass das er dabei bleibt und nicht wieder in... Gut trainiert, schlecht in der Quali, auch im Probedurchgang hat es gehakt vorhin. Ein absoluter Ausnahmekönner. Jetzt haben wir die Kameraeinstellung von vorn. Kämpft sich da auch ein bisschen. Von vorn heißt es nicht so leicht zu sehen, das auch für das geschulte Auge nicht. Wie war der Absprung jetzt? Macht von hinten ähnlich, da bräuchte man die Kamera von der Seite. Ist ein solider Sprung, 120,5 von Stefan Kraft, 2 Meter weiter als Kamil Stoch. Die Österreicher bleiben vor den Polen. So, Eisenbichler. Sven, das sind Deutschland und Österreich. Wie im ersten Durchgang, Heiberg legt vor für die Österreicher. Danach versucht Konstantin Schmid dagegen zu halten. Ja. Ja. Wahnsinn. Bravo. Super stabile Sprünge. Hat auch die Möglichkeit, wenn es weit geht, zumindest in den Telemark reinzuspringen. Aber auch hier auch immer ganz schwierig für ihn, dass er erstmal viel zu wenig Ski hat. Da erstmal warten muss, dass auch weg ist. Also schön, was längst es ausmacht. Nicht mehr so extrem wie in den letzten Jahren, finde ich. Hat wirklich technisch sich verbessert. Und er hat natürlich jetzt eben auch was ein Sommer aus dem gerochen beim dann Frühstück. War Alarm. Beim Frühstück. Das hat geschmeckt. So, Philipp Aschenwald und gleich danach dann Pius Paschke. Eben das Duell zu seinen Gunsten gegen den Deutschen entschieden. Andi Wiethölzl, der neue Cheftrainer der Österreicher. Nachfolger von Andi Felder, auch schon 4-Schanzentourneesieger. Ja, kleine Ecke bei Philipp Aschenwald drin. Also das ist die große Chance jetzt für Pius Paschke. Aber man hat das Gefühl gehabt, den drückt es richtig nach unten. Nochmal eins obendrauf. Man wird es gleich sehen, jetzt, wenn das Gesamtergebnis kommt. In dem grünen Balken wieder zweistellig. Mit 14,5 Punkten obendrauf. War es noch mal ein bisschen mehr als der Springer vor ihm. Und irgendwie schafft das trotzdem über die 120 Meter. Alle anderen Springer, die keine Form haben, fahren ab 110. Ganz entspannt. 130,5 gesprungen ist. Da wollen Daniel Huber und Karl Geiger auch. Gut oben raus. Schön. Wahnsinn. Weitester Sprung des Tages, Sven, von Daniel Huber.
Das so weit, dass ich als Trainer schon zucken würde jetzt von Karl Geiger. Das war ein Pfund. Natürlich kein Telemark mehr möglich, aber dadurch, dass er natürlich jetzt eben auch hier oben nicht zu aggressiv ist, ein Stück rausnimmt, aber trotzdem noch aggressiv, nimmt er so viel Geschwindigkeit mit, dass er hier unten das Polster hat und ähnlich landet wie ein Flugzeug, bisschen rausnimmt und dann eben auch knapp über die Hillsides springt. Oder genau, Hillsides springt. Ein unglaublicher Sprung, gleich sehen Eisenbichler, es sind ähnliche Windverhältnisse. Es liegt an Stefan Kraft. Deutschland oder Österreich? Wer gewinnt das erste Springen dieser Saison? Der Sprung läuft von Stefan Kraft. Der Telemark passt richtig gut. Mit dem Vorsprung aus dem ersten Durchgang wird dieser Sieg an Österreich gehen. Herzlichen Glückwunsch. Das war letztlich auf den Punkt die Leistung, die er gebraucht hat. Stefan Kraft, der Weltcupsieger, der Gesamtweltcupsieger der letzten Saison, macht hier heute seinen besten Sprung im zweiten Durchgang. Sturm erprobt. Super Sprung, ganz klar ja! Letztlich. Ja! Hat offensichtlich nicht wirklich mitbekommen, was die Konkurrenz gemacht hat. Klar, kein Jubel, kein Getöse von unten, keine Tröten. Da weiß ich überhaupt nicht, wo ich stehe. Das reicht locker, 127 Meter. Man stellt sich auf für das Bild der Sieger. Auch hier Stefan Kraft ohne Maske, also mit Abstand von den anderen. Aber sie waren ein richtig gutes Team und gewinnen letztlich knapp, aber verdient in Wisla. Vor der deutschen Mannschaft, vor einer starken polnischen Mannschaft. Die deutsche Mannschaft kann absolut zufrieden sein mit dem, was sie hier auf die Schanze gebracht hat. Niemand wusste, was los ist. Und es gibt eine Menge Fragen, aber die stellen sich andere Nationen. Die Slowenen, die Norweger. Auch die Japaner. So sieht's aus und damit rüber zu Matthias und Sven.